Moin moin und willkommen zurück bei einer weiteren Runde The Infected. Hier passiert nichts. Sie haben geschrien, jetzt letzte Folge zweimal, aber auch zwei verschiedene Arten. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir ständig irgendwelche Horden triggern, ohne dass ich genau weiß, wieso, weshalb, warum. Ich gehe jetzt einfach mal zur Tür raus und schau, ob sie gleich auftauchen. Es sind noch zwei Stück außen vor, also... Was ist hier außen vor? Wir haben jetzt zwei Stück letzte Folge theoretisch bekommen müssen. Haben wir nicht bekommen. Naja, jetzt staunst du Fuchs. Aber auch wenn ich zur Tür rausgehe, vielleicht finden die mich nicht mehr. Vielleicht ist das gerade ein Bug. Dahingehend bin ich jetzt gerade etwas überfordert. An der Butze sind sie auch nicht. Ja, gut. Dann werden wir einfach weiterhin schweigen. Oh, Ausdauer ist leer. Ah, ich habe auch schon wieder nur 50. Nährstoffmangel. Ach, ja. Apropos Nährstoffmangel. Mir ist irgendwie eingefallen jetzt zwischen den Folgen, wo ich gewartet habe. Ich wollte ja auch mal einen Stall bauen. Das könnten wir auch gut nochmal in Angriff nehmen. Das habe ich komplett verdrängt. Oh, dann kommen wir auch mal ein paar, Eier so ran, wenn wir Ziegen kriegen, vielleicht auch noch Milch. Wäre gar nicht mal so schlecht. Kommen auch nicht, ne? Naja, ist okay. Es kann sein, dass ich noch Fleisch habe, was wir braten können. Spätestens jetzt werde ich welches haben. Hallo? Danke. Ich habe nur noch, ja, nur das Frische, das andere ist vergammelt. Schade aber auch. So, kann ich da auch Kohle reinmachen? Vielleicht auch mal an der Zeit für so einen Herden richtigen. An Materialien mangelt es uns ja nicht mehr wirklich. So, geht. Cool. Auch im Wasser abkochen, wenn wir schon mal dabei sind. So, drei volle Flaschen. Machen wir wieder fake. Schick. Oh Gott, was war das denn? So, das Fleisch können wir dann auch gleich essen. Sollte ich mir auch noch mal ein paar Frösche jetzt mal suchen. Wir werden gleich auf jeden Fall noch mal Melone essen. Melone und Kürbis, da haben wir ja eigentlich einen ganz guten Vorrat von, hoffe ich. Jojo, komm. So. Hier, nächstes kann brutzeln. Jo, ist voll, ne? Nicht schlecht. Bisschen Kürbis. Dann hebe ich auch gleich auf, so. Essen. Absolut überfressen hier, aber ist mir egal. Die meisten Werte sind wieder in Ordnung. Vitamine hängen ein bisschen hinterher. Da könnte ich jetzt natürlich einfach noch mehr massenweise Melonen und Kürbisse vernichten, aber das passt schon. Oh,
Und wir kümmern uns gleich um den Stall. Und vielleicht auch mal wirklich um den ersten Ofen, so für die Küche. Guten Tag. Währenddessen. Ah! Schön, schön, schön. So, nächste Runde. Haben wir hier nur noch Blei? Da kann ich aber noch ein paar gebrauchen. Komm, machen wir mal. Dann können wir nämlich mal noch mal ein paar Batteriespeicher machen. Schön aufräumen. So. Hier werkelt fleißig. Eieiei. Ich glaube, wir haben mittlerweile dauerhaft genug Strom, um diese Mühle dauerhaft zu betreiben. Die ist halt schon geil. So, Mike, stell dir das auch wieder raus. Ja. Ofen stellen wir uns oben hin. So, bauen, platzierbar, sonstig oder Werkbänke, sonst, Kohleofen. Bist du zum Heizen? Du bist doch nicht das zum Kochen, oder doch? Eisenbarren und ein paar Schrauben. Das ist nicht der zum Kochen, glaube ich. Oh! Müssen wir gleich mal gucken. Interessant. Wollte. Muss ich gucken hier. Vielleicht ist der das und ich weiß es nur nicht mehr. Hier ist er. Ah. Der ist zum Kochen. Bist du wirklich nur zum Heizen? Was ja nicht schlecht ist, aber... Gott, das Ding ist auch deutlich teurer. Hoho. Ich glaube, ich stelle mir den trotzdem hin, weil ich ihn cool finde. Das heißt, wir brauchen jetzt irgendwie schon mal wieder 35 Eisenbarren. Cool. Ich zeichne ihn auch schon mal wieder an. So. Ende. Ich wäre eine mit Fenster noch ganz gut hier. So, dann. Holzscheit und Bretter. Gut, das übliche halt. Oh, krieg ich das auch an? Jo, geil. Und 8 Bretter.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, dicht. Sehr schön. Hey! Hab Hunger! Noch wer? Ja, das ist echt merkwürdig, mich von Fröschen zu ernähren. Wirklich. Oh, naja. Warte, sauber, sauber. Und hier. Komm. Wunderbar. Ein Stall wollte ich anzeichnen. Das haben wir doch bestimmt schon da, ne? Muss der sogar auf Fundamenten stehen? Oh. Naja, gut, das ist jetzt kein großes Problem. Muss ich nur halt dran arbeiten. Hier hatte ich ja gedacht für Mike so ein Lager, aber hier gehört doch der Stall hin. Der könnte auch hier hin. Ja, dann mache ich hier wohl die Fundamente nochmal fertig. Und dann können wir hier einen Stall hinstellen. Ist ja kein Problem. Mein Inventar ist noch ganz schön voll mit Eisen und Blei. Okay. Ich mache mein Inventar mal frei, dann kann ich nämlich mehr Bretter transportieren. Ich packe nämlich auch super gerne hier jetzt noch mehr Strom hin. Bauen, platzierbar, Strom, Batterie. So, Blei ist weg. Oh, 9 Stück nur. Hier ist der 10. Perfekt. Geht auf. Wunderbar. So. Machen wir es mal so weiter. Oh, Essen. Danke. Oh, Inventar voll klatschen. So viel der Rucksack hergibt. Na gut. Und los. Eigentlich sind wir gerade in so einem Status, wo wir nie wieder zur Tür raus müssen. Weiß nicht, finde ich eigentlich echt angenehm und schön. Weil es war ja relativ viel Arbeit bis zu dem Moment, wo man soweit war, dass man nicht mehr zur Tür raus musste. Umso mehr fühlt sich das wie eine Belohnung an hier. Das ist schon geil. Ich glaube, ich fange jetzt schon mal an, das hier für Mike umzuziehen. Es muss ja auch nicht hier so doof rumstehen. So. Hier machen wir ein Lager für Mike. Also jeden Holzständer, den ich jetzt leer mache, der vor dieser Putze doof rumsteht, den werde ich umziehen direkt hoch zur neuen Stelle. Wir hier ein bisschen vorankommen. Weil es ist ja auch doof, wenn es da ständig im Weg rumsteht. Und für unser eigenes Haus werden wir jetzt gar nicht mehr so viel Holz brauchen. Oh. Eine Ausdauer. Hat eigentlich auch Zeit, dass wir vielleicht mal richtig kochen, um eventuell mal unsere Maximalwerte hochzukriegen. Das wäre gar nicht so schlecht. So, ich glaube, die hier drin kann ich eigentlich lassen. Eiserner Vorrat. Das wäre gar nicht so schlecht.
Alle. Alle. Oh, Platz beim Rucksack. Cool. Hab ich doch jetzt mal die hier. Die hier gleich mit wegpacken hier. Und der auch noch, komm. Ja. Das müsste hier die Produktivität von Mike auch echt gut anheben. So, Bretter sind. Gleich überall drin, gut. Ich hoffe, der Stall passt drauf. Wenn nicht, muss ich halt mit dem Fundament nochmal verlängern. Ist dann so. Es wird dunkel, wir können schlafen. Ah, es wird sehr gemütlich bleiben jetzt hier in der Staffel. Mir ist natürlich auch recht deutlich aufgefallen, es sind auch gar nicht mehr so viele da, die morgen noch mitgucken. Aber zwischendurch halt zum Entspannen spielt das Spiel trotzdem noch sehr gern. Ich würde das noch ein bisschen weiterlaufen. Bis zu dem Moment, wo ich es nur für mich alleine spiele natürlich, dann... Dann braucht man es auch nicht mehr aufnehmen. Bis dahin. Genießen. Und Ruhe. Drei. Komm mal mit. Ich komme auch einfach nicht zum Schlafen, weil ich immer was zu tun habe. Ich will nicht schlafen. Mama, ich bin noch gar nicht müde. Der Kontrast vom Stein zum Holz gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Oh, mal drüber nachdenken. Zack, zack. Achso. Oh. Auch für Steine werde ich Mike da in der Lage machen. Also sie kommen ja momentan nicht, aber ich muss ganz klar sagen, so häufig wie mir dieses Spiel die geben will, ich glaube, das schalte ich sie erstmal aus. Wenn wir hier eh nur zu Hause rumhocken und ein bisschen bauen und sie eh nicht auftauchen, kann ich sie auch ausschalten. Ist dann weniger stressig. Komm, ich nehme euch so ernst. Ich gehe jetzt mit meinem Wagen raus. Und hol mir mein eigenes Holz. Ja? So viel Angst habe ich gerade vor euch. Tue ich nicht. Ich habe meine Axt gegen den Aufwertungshammer getauscht. Das ist so viel dazu. Peinlich. Das ist ja noch ein Holzlager. Ob ich es vielleicht mal übertrieben habe? Ich weiß es nicht. Die Dinger sind nur aus Stöcken gebaut. Theoretisch kann ich sie auch einfach abreißen. Würde wahrscheinlich ein bisschen Zeit sparen, aber egal. So, übrigens der Hauptgrund, warum ich die jetzt drüber nachdenke, abzuschalten, ist ja nicht mal, dass sie nicht kommen und nur einfach nur nerven. Sondern erschwerend hinzu kommt ja das... Proteinproblem. Nein, das nicht, aber... Erschwerend hinzu habe ich nämlich das Gefühl, leider, dass die sich vielleicht irgendwo mal sammeln. Und sobald ich mich wirklich für eine Tour entscheide, von 50 Vampis überrannt werde. Das wäre so überhaupt nicht geil. Aber ich weiß es halt auch nicht. Falsche Richtung? Da lang.
Mike, das machst du super. Das Ding ja gleich hier oben drauf. Hat er gerade mit einem schon voll gemacht? Respekt. Will ich zu präzise sein? Nö, nö, nö. Geht, geht, geht. So. So. Dann du. So. Nice. So, dann gucken wir mal, ob ich jetzt hier den Stall drauf kriege. Der steht bauen, platziere, sonstig. Stall. Jo, würde passen. Okay. 100 Bretter, wow. Ja, habe ich noch welche? Nö. 100 Bretter, ja, gut. Gut, gut, gut. Oh, 100 Bretter? Wird schwierig. Also nein, nicht schwierig, dauert ein bisschen. Wo es sind auch nur 25 Holzscheite, die durch müssen. So schlimm wird das gar nicht. Transport? 50! Kriege ich in meinen Rucksack. Ja gut, dann wird es gar nicht so schlimm werden. Alles gut. Mach die einmal voll. Schon wieder? Ja,
Ich merke gerade meine Mimimi-Kultur. Ich speichere mal. Ist ja anstrengend, wie oft ich dieses Geräusch hören muss. Und wahrscheinlich werden sie schon wieder nicht kommen. Guck mal hier. H. Rechtsklick. So. Zack. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Komm, nehmen wir ein paar mehr mit. Nehmen wir die erstmal hin. Hier, dich nehme ich auch gleich mit. Wow. Irritiert bin ich dann wahrscheinlich ab dem Moment, wo sie dann wirklich mal da vor der Tür stehen. So, nur noch 150 Nägel. Die Bretter kommen ja von alleine ran. 150 Nägel. Ja, gut. Habe ich noch welche? Wahrscheinlich nicht, ne? 3. Jetzt habe ich 70. Ist doch schon mal ein Anfang. Komm schon, die braucht Nägel. Komm, übertreiben wir es einmal, ne? Genau, jetzt haben wir genug Nägel, definitiv. Taschen voll. Oh. Das ist zu viel. Gut. Also letztendlich werde ich noch einmal laufen müssen wegen den Brettern, aber das ist nicht so schlimm. Und vorher müssen wir uns dann mal ein paar Tierchen besorgen. Betäubungspfeile und Co. Da muss ich ja jetzt echt 150 mal draufdrücken für die Nägel. Tastatur, ich liebe dich. Tut mir leid. Es gibt bestimmt eine Kurztaste für alles rein, aber keine Ahnung. So, 6 Bretter fehlen nur noch. Entspannt. Oh, ich habe noch Froschfleisch auf meinem Grill. Und frisches in der Tasche. Hey! Geht doch. Leg da mal Holz nach. 3. Gut. Den Stall haben wir gleich fertig. Ich hatte jetzt in der Vergangenheit hier auch öfter schon Ziegen und Hühner vernommen. Deswegen sollten wir das ja wohl hinkriegen. Den auch voll zu kriegen. Naja, voll. Gefüllt. So. 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 Und aus. So. Sechs Bretter waren es noch. Mach die Tasche gleich wieder voll mit Brettern. Dann kann ich die anderen Sachen nämlich gleich mit fertig machen. Stöcker.
Wagen. Da hinten. Ich werde Mike direkt nochmal ein weiteres Holzlager nach hinten bringen. Ich kriege, glaube ich, jetzt nämlich alle leer, die hier vor sind. Ist ganz gut. Die kommen einfach nicht, oder? Naja, ist dann so. Ich habe ja hervorragend dran gedacht, die Bretter mitzunehmen. Sind da jetzt fertig? Nein. Nicht. Ja, wegen den Brettern. Oh, Entschuldigung. Ich werde gerade schon wieder dumm. Und Ausdauer leer. Yay! Wie lange sind wir? 31 Minuten. Ah, gute Länge. Also ein Projekt hatten wir ja auch fertig. Hier einfach mal leer. Oh. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Gut. Oh, Öl ist leer. Oh. Hier noch ein Holzscheitständer? Ja, ne? Ja, komm her. Da waren Frösche. Klang zumindest noch mehr als einem. Wetter hier rein. Zack, Projekt Stall, fertig. Wunderbar. Bildchen davon. Und da war schon wieder das Geräusch, dass welche zu Besuch kommen. Ich werde euch sowas von ausschalten, weil ihr mich einfach nervt. Okay, riecht das? Ich hab sogar alles fertig gekriegt, was Bretter angeht. Oh. Ha? Ha? Besuch! Er lädt nicht nach. Warum? Hä? Ich kann mittlerweile Bolzen in den... Ich kann mittlerweile Bolzen in den Köcher reinmachen. Ist ja nett. Okay, das war jetzt... Gut, ich glaube, meinen Bolzen kriege ich nicht wieder, oder? Doch. Wow. Einer hat es hierher geschafft. Einer. Bin ja glücklich.
Lass ich sie vielleicht doch an, auch wenn sie mich trotzdem nerven, wenn sie mich ständig anschreien und nicht da sind. Ha! Nice! Und hier kann ich dann dir noch viel mehr Lagerplatz aufbauen. Wir könnten theoretisch auch die Kreissäge dann hier unterbringen. So viele coole Ideen gerade wieder. Erstmal gibt's Frösche. Oder auch nur ein? Ja, ist besser als nichts. Ja gut, aber dann haben wir das ja hier relativ gut geschafft heute. Bin sehr zufrieden, dass wir jetzt einen Stall haben. Das heißt, wir werden jetzt tatsächlich mal aktiv uns Tierchen suchen. Da werde ich vielleicht wahrscheinlich das ATV für nehmen. Damit passen wir auch wunderbar durch die Tür vorne durch. Und wir können ja mit dem großen Truck auch nicht mehr Tiere mitnehmen. Und dann werden wir einfach im direkten Umkreis ein bisschen schauen. Ich muss mir mal Betäubungspfeile machen. Oder gibt es mittlerweile auch Betäubungsbolzen? Es gab so viele Updates mittlerweile. Bolzen? Betäubungspfeil. Ja, hier. Also Betäubungsbolzen gibt es nicht. Aber ist kein großer Problem. Eisenbrocken, Feder, Stock und Pilze. Habe ich alles da? Brauchen wir noch den Bogen? Schützenbogen? Genau. Damit machen wir dann die Betäubungsrunde. Beziehungsweise die Tiersuchrunde. Oh. So. Geil. Oh! Ich verdurste! Entschuldigung. Armer Charakter. Ist hier noch aufgeräumt. Geil. Strom haben wir wahrscheinlich absoluten Überschuss. Ja, natürlich haben wir absoluten Oh. Bleibt mal kurz mit dran. Wenn es eben schon einer geschafft hat, hierher zu kommen, schafft uns vielleicht jetzt auch nochmal ein zweiter oder so. Komm her. Ich fände so eine Möglichkeit ganz cool, sie einfach da reinzukippen. So, man hat das Ding in der Hand und kippt rüber und dann ist gut. Das wäre eine relativ coole Möglichkeit, die mir wirklich gefallen wird. Oh. Aber mal gucken, ob wir Besuch kriegen. Kommt her. Speicher erstmal. Oh, seitdem ich bei Ark so viele Absturzprobleme habe, drücke ich auch anderen Spielen ständig auf Speichern. Jemand da? Hallo? Hallo? Ich hab da etwas gesehen, das könnte aber auch einfach Mike gewesen sein. Ha. Ja. Dann wohl nicht. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wie immer, wenn es gefallen hat, lasst super gerne eine Bewertung da und bis zum nächsten Mal. Tschüss.